Moin Moin, sagt gegrüßt, herzlich willkommen. Kurz vor Sonnenaufgang hier auf deiner friesischen Marsch, vierfach. Ja, wo sind wir denn? Ich glaube, Sonntagnachmittag. Sagt gegrüßt, moin moin. Auf geht's. Den brauchen wir gleich nochmal zum Walzen auf Feld 7. Das Feld hier ist erledigt, vorbereitet, passt schon. Da müsste jetzt dann im November Gerste sprießen. Das gleiche brauchen wir auf Feld 7. Und dann haben wir eigentlich alles vorbereitet, was wir an Saatgut in den Boden haben wollten, jetzt in dem aktuellen. Saison, mehr Felder haben wir dann auch nicht. Und man sieht, ne, die Nacht ist rum und wir haben noch 88.000 übrig. Wir sind mit 160.000 gestartet in die Nacht. Und jetzt haben wir noch 88.000. Nicht viel. Ja, ansonsten lässt die Zeit jetzt erstmal wieder auf mal 5 laufen, bis wir so mit der Baumwollmission durch sind, bis wir mit den mit 7 durch sind. Dann mal gucken, dass wir Richtung frühen Nachmittag kommen, mittags, nachmittags. Und dann geht es eigentlich daran, dass wir die Paletten verkaufen, unser Konto wieder füllen und schon mal abschätzen, ob wir die Brauerei schon im November uns leisten können oder ob die Brauerei noch bis Dezember warten muss oder mal schauen. Weil das sind ja so die nächste große Anschaffung, die Brauerei. Wir haben Malz, wir haben Hefe, wir haben Hopfen, wir haben alles, was wir brauchen für Bier, nur die Produktionsstätte noch nicht. Aber das haben wir auch schon mal gut, ne? Was bringt eine Produktionsstätte ohne Rohstoffe? Und jetzt haben wir dann schon mal alle Rohstoffe, das ist ja auch schon mal gut wert. So, wo ist er denn angefangen? Dieser Bahn. Oder eher auf dieser Bahn. Ja, da werden wir jetzt erstmal wieder gucken, wie viele Baumwollballen da schon rumliegen, dass wir das schon wieder zum Depot fahren. Das wollen wir noch aufräumen. Das Steine sammeln für diese Saison ist auch durch. Ja, ansonsten sehen wir oben Bedürfnisse. Saatgut, also Sägewerk ist immer mit am Start, macht gar nichts. Saatgutherstellung, Saatgut 3 Mix, das sind die wahrscheinlich die das Körnermais. Das natürlich recht schnell schon wieder leer läuft. Aber immerhin dann für einen Tag produzieren konnte. 13 Stunden reicht das noch. Labor Melasse ist immer mit drin, weil aus Melasse machen wir Sediermittel. Und das verbraucht ein bisschen was. Und glaube ich auch zusätzlich Hefe. Also beides ist aktiv. Dann hat die Zuckerfabrik natürlich auch Schwierigkeiten und kommt da hinterher. Ja, und hier ist auch nicht was los. Feld 66. Ihr seht es. 3 Baumwollblöcke pflücken. So, naja, ich lasse den noch mal kurz stehen. Er kann noch zu Ende lackiert werden. Dann können wir hier noch mal ein bisschen Diesel einkaufen vielleicht. Wir haben 25.000 Liter. Mal dieser Schnäppchen-Diesel hier. Baumpreise. Jetzt möchte ich nochmal sagen, die Produktion, den hast du sehr schön hinbekommen. Wenn man da rumläuft, denkt man wirklich, man ist in so einer Produktionsstelle. Die Gebäude passen sehr nicht steril, so ein blitzblank aus, sondern man sieht, dass sowas gearbeitet wird. Die Beleuchtung ist auch stimmt. Viel Spaß. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für liebes Feedback. Vielen, vielen Dank. Das freut mich zu hören. Immer, dass ihr auch teilweise die Mühe seht. Ich meine, klar, ich hätte alle Produkte schon fertig haben können. Ohne Probleme wahrscheinlich, die es im LS19 auch gab, aber dann eben nicht in schön. Deswegen dauert das bei mir alles ein bisschen länger, als das meiste halbwegs schön ist. Ne? Immer Geschmackssache, klar. Fällt auch nicht jedem alles, auch völlig normal. Aber manchmal so ein bisschen Liebe zum Detail noch mit dabei und hier noch ein bisschen Deko, da ein bisschen Deko. Das dauert eben. Gut, den will weiter haben. So, schön hell. Da ist ein Rundbein.
Oh, guck mal, da hinten müssen wir jetzt gleich umsetzen. Der hat jetzt die vorletzte Bahn, glaube ich. Ja, genau, noch einmal zurück und dann geht er mit rüber. Das ist schön. Und dann sind die drei auf dem letzten Stück da zugange. Danke, danke. So. Wir können natürlich mal gucken, ob über Nacht sich in Düngermission oder irgendwas für uns vielleicht getan haben sollte. Das wäre ja ganz praktisch. Sowas würde ich noch annehmen, aber meine Beine pressen, grubbern, nicht noch mehr grubbern. Wir haben jetzt genug gegrubbert. Möbel haben wir nicht, Zwiebeln, Trauben, Weizen. Dann können wir auch nicht groß mit dienen. Das brauchen wir alles selbst. Das heißt, da ist nichts. Aber wenn wir hier nochmal sehen, da haben wir auch nochmal über 100.000 Missionseinnahmen. Ja, müssen wir noch irgendwas dringend auffüllen? Sollen wir den losschicken, vielleicht zum Wasserverteilen, solange da noch Zeit ist? Wir haben ja diesen Wasserverteiler, wo jetzt irgendwie demnächst da hier über Bedürfnisse reinkommt. Zellstoff, Wasser. Er hat tatsächlich wenig, ne? Dann machen wir das mal. Lassen wir den mal auffüllen. Und zwar auffüllen, Wasser, Wasser beladen am Hafen. Dann darf er die Wasserversorgung der Zellstoff damit bedienen. Mit Wasser. Man braucht jetzt auch nicht groß auf verteilen, da Zellstoff fehlt am meisten und Zellstoff verbraucht eben auch mit am meisten. Warten wir noch kurz. Foto aus. Kann man so? Bei den nächsten zwei Beilen abtransportiert werden. Saatgut kann man natürlich auch ein bisschen verkaufen, wenn man zu viel davon hat. Wir sind ja mit Ansaat so gut wie durch bis zum Frühjahr. Nee, also ich habe die bisher. Ja, wenn man darauf warten würde, bis ich alle Produktion verbaut habe, dann sind wir Mitte nächsten Jahres, bis die neuen kommen, ne? Wieder ein Bein verladen. So, da drüben liegt noch einer. Dann machen wir es mal ausnahmsweise so. Und erneut ab zum Depot. Wie gut. Das funktioniert gut. Moin Sen, danke fürs Reinschalten. Danke auch für Follow. Moin Moin. Das sind auf jeden Fall ohne Ende Baumwollballen, ne? Das schafft was hier. Meine Ledigkeiten gerade wieder ab. Ich denke, wir warten jetzt hier auch ab, bis der am Ende angekommen ist. Wir den gleich rübersetzen können. Ein bisschen mittig.
Den wahrscheinlich auch einfach mit dem Standardhelfer einsetzen. Oder naja, wobei den macht es vielleicht auch Sinn, damit wir die vollen nachher nicht in so eine halbe Spur irgendwo haben. Dass wir da auch trotzdem nach Cosplay gucken. Geschnappt. Dann gehen wir einmal auf Feld hier Fahrzeug wechseln auf dem Feld. Mach jetzt mal so. Das Fahrzeug. Wortstein geht wieder. Wortstein kaputt. Und wieder zurück zum Pflücker. So. Ja, Kaffee eh leer. Schade. Prost. Ein Traube noch vorhanden. Mahlzeit. Gerd, keine Zeit morgen. Ja, nicht gut. Aber jetzt nix. Vielleicht schon später dazu kommen. Gut, wenn du unterwegs bist, ne? Ist wie es ist. Wichtiger ist ja dann auch Matchmap-Test, Teamfindung, Regel absprechen, keine Ahnung, Samstagabend, ne? Das Ganze nicht gestreamt. Wir starten mit dem nächsten mit Matchmap. Da gibt es weitere Infos noch, das wird noch ein bisschen dauern. So, der arbeitet in die Richtung, der arbeitet in die andere Richtung. Also denke ich, dass wir den ungefähr hier ansetzen können. Da müssen wir nachher nur ein bisschen beobachten. Dass wir vielleicht den einen oder anderen rechtzeitig rausnehmen, weil er gerade einen vollen Ballen hat und dann nicht nachher noch ein ganz bisschen Rest drin bleibt. Und, ja. Sollte aufgetankt werden, steht da. Wer denn? Oh ja, das ist ja auch völlig verständlich, Gerd. Also ne, wenn du, wie gesagt, wenn du um 9 noch oder um halb 10 noch dazu kommst. Ne? Wenn nicht, dann nicht. Aber wenn ja, dann ja. Also bist du guckst so wie passt. Das geht vor. So, das müssten jetzt ja über 100% sein, oder? Prozent für Feld 66 sind antransportiert und 48% für Feld 39 abtransportiert. Muss der Rest nur noch gepflückt werden auf der 66, damit wir da die 100% schaffen. Also ich denke, wir werden das auch irgendwie versuchen heute durchzuziehen. Ganz so viel ist es ja nicht mehr. Aber na, eine halbe Stunde weiter kann es anders aussehen. Ne? Dann können wir absehen, ob das heute durchgeht oder nicht ganz. Sind ja nicht die schnellsten. Oh. Das sind die Pflücker, die aufgefüllt werden sollten. Wie viel hat er denn noch?
Nach dem Motto, bis zum letzten Tropfen durchfahren oder wie? Weil die verbrauchen irgendwie. Dann wie steht das denn eigentlich? Da 52,6 Liter hat er noch. Und wenn er an ist, verbraucht er pro Stunde 200, 180 oder so. Also das reicht auch nur noch für 20 Minuten, der Sprit, der hier ist. Das ist ja auch wieder ungünstig. Ich habe ja keine Lust mit denen und fahren dann noch irgendwo wieder quer über die Karte zur Tankstelle und tanken die so ein bisschen. Also ich denke, man kann es ja einstellen, Kraftstoff kaufen, oder? Weiß ich gar nicht. Also für die Arbeit, das wäre mir sonst... Das ist ähnlich wie bei diesem, wo wir noch irgendwie 5 Meter nachher düngen mussten und gesagt haben, komm, die machen wir jetzt auf Dünger einkaufen und gut ist. Weil so ist ja ansonsten nur nervig. Aber in 20 Minuten, vielleicht hat er dieses Stück auch geschafft in 20 Minuten. Also wenn er hier braucht 3-4 Minuten pro Bahn, ne, dann ist er in 20 Minuten 5 Bahnen weiter oder 6 Bahnen. Mehr ist es nicht mehr, weil wenn jeder von diesen Pflückern hier 6 Bahnen fährt, dann sieht das anders aus, ne? So, die Seemaschine, wie weit ist die denn wohl? Die hängt bestimmt auch wieder am Gräben fest oder was? Nö, beide Vorgewände gleich fertig. Dann können wir hier schon mal den passenden Weg raussuchen fürs Walzen. Und zwar, das werden wir schon auch häufig gemacht haben, gemulcht oder gewalzt, was auch immer. Wir sind auf Feld 7, alles eher im Mulchenordner. 7 Mulchen der, ne? Kursladen aktivieren noch. Alles Gute, genau. Klar, alles Gute. Nicht, wie die Gesundheitsversorgung in Holland besser ist als in Deutschland, ob man da einigermaßen zeitnah einen Termin kriegt oder nicht. Deutschland wohl teilweise ein bisschen schwierig. Würde von jemandem, hat die Frau Zahnschmerzen, braucht den Termin beim Zahnarzt, wollte auch Zahnarzt wechseln und so weiter, hat hier örtliche Zahnärzte angerufen. Oder so in 3 Wochen circa. Wäre schön. Mit Zahnschmerzen so nach dem Motto, ja, in 3 Wochen könnten wir einen Termin anbieten. Ich würde auch gleich sagen, nee, wir wollen eigentlich keine neuen. Also die einen sagt auch, nee, wir nehmen keine neuen Patienten auf und also ne, so viel zum Thema Gesundheitsversorgung in Deutschland. Vorhanden, aber teilweise schwierig zu kriegen. Es sei denn, man ist Privatpatient, ne? Privat versichert, die werden nach wie vor natürlich bevorzugt behandelt. Diese Zweiklassengesellschaft, ne? Das ist tatsächlich da in der Gesundheitsversorgung definitiv der Fall. Wird überall abgespeckt. Ne? Man überlegt, was früher war, alles, ne? Fast alles inklusive und jedes Jahr, alle paar Jahre nehmen sie irgendwelche Leistungen raus aus der gesetzlichen, die man nachher selber zahlen muss. Bis man zwar immer noch versichert, Beiträge bezahlen muss, aber gar nichts mehr kriegt. Also braucht man sich nachher auch nicht wundern in ein paar Jahren. Ja, ist glaube ich ganz gut, dass wir jetzt hier gezielt ein bisschen was voll machen. Das passt dann schon. Von wegen Corona hat es 1,5 Jahre gedauert. Ja, okay. Das ist dann auch nicht so perfekt. Nee, also von der Zeit her ziemlich lange. Eigentlich schon wieder neue Ballen abgelegt haben, oder? Ja, habe ich sonst eigentlich irgendwas vergessen? Also wenn ihr noch irgendwas wisst, was ich noch machen wollte hier vor dem Herbst, vor dem Winter eher, im Herbst sind wir, kann man sagen. Schreibt es gerne rein, schreibt es in die Kommentare. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube eigentlich nicht, dass da noch groß was ist. Ich hoffe natürlich, vielleicht nochmal eine Düngermission reinkommt. Aber ansonsten sind wir winterfest. Das wollte ich nicht machen, auch wenn es schön viel Geld bringen würde. Das sind natürlich Missionen, die lohnen sich deutlich mehr als das, was wir gerade machen, ist klar. Als jemand gerade 167.000 Möbel umgerechnet hier hat, das ist auch ein, aber gut, oder Traum. Das haben wir alles nicht.
Wo ist denn sein erster Wegpunkt? Da oben, dann können wir doch da schon mal hinfahren. Dann können wir den gleich gezielt da ansetzen. Weiteres Feld kaufen. Ich habe ja Feld 17 neu gekauft. Ne? Für noch ein weiteres Feld lässt es die Finanzlage nicht zu, denke ich. Die Ballmission wollte ich nicht machen. Ne? Wenn die Ernte leer sind, muss er sich ein Fass kaufen und hinrollen. Ja, wenn die Ernte leer sind, habe ich die Mission hoffentlich geschafft. Oder? Ja. Da drin da hinten. Ich glaube, der will tanken fahren, oder? Was macht der? Also jetzt versprechen wir, was macht der? Das ist irgendwie so eine komische Bahn. Also so haben wir nicht gewettet. Er will weg vom Feld. Hat halt so wenig. Ach, ich weiß nicht. Wenn die echt noch stehen bleiben, dann schaffen wir es heute nicht mehr, ne? Das ist dann klar, dann wird nix. Er will tanken fahren, ne? Kommt nicht in Frage. Bis zum letzten Tropfen Sprit. So müssen wir ins große Fass ein bisschen Diesel tanken und hier hinfahren, dann können die sich da ein bisschen was von abzapfen. Der Rest geht wieder, ne, woanders hin. Wir haben auch nur noch 70.000. Das Geld, das ist echt was weg. Ach, das war der von außen. Mir kommt einer entgegen. Ach, Leute. Das war nämlich der Kursplay. Der Standardhelfer fährt ja nicht automatisiert tanken. Ich werde die Einstellung gleich umstellen, genau, dass die einfach Sprit einkaufen. Dann haben wir zwar noch höhere Grundkosten, aber wir gehen auf Nummer sicher, dass sie nicht leer laufen auf den letzten Metern. Das wäre einfach zu nervig wieder. Wenn wir jetzt noch viel mehr hätten und danach noch ein Feld, was auch immer, wird man sie vielleicht tanken fahren oder Sprit hier zum Feld holen, aber so ist es echt blöd, ne? Spritverbrauch. So, leg fest, wie viel Kraftstoff deine Maschinen verbrauchen. Wenn ich auf niedrig einstellen, dann wird es ja wohl reichen noch, oder? Ja, das ist genau direkt oben eigentlich dann. Steht da irgendwas mit Verbrauch? Jetzt brauche ich 130 Liter in der Stunde. Wenn ich sage normal, brauche 180 Liter die Stunde. Okay. Aber ich kann hier sagen, ne, kaufen und schon kauft er den Kraftstoff. Das heißt natürlich, oben wird uns noch schneller Geld abgezogen. Gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Dann wohl in der nächsten Folge. Ne? Vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Kurze Pause. Gleich.